Moin, ihr Sizzler da draußen! Herzlich willkommen zur Wodrock-Special-Ausgabe der Sizzle Brothers. So sieht's nämlich aus. Leute, bevor wir lange rumschnacken, ihr müsst euch, das müsst ihr euch vorher überlegen, bevor ihr dieses Video bis zum Ende guckt. Es gibt ja so Leute, die trinken ganz gern mal Gin. Es gibt Leute, die trinken ganz gern Gin Tonic. Und die haben sich wieder auf was eingelassen, was wir vielleicht bereuen werden, das wissen wir noch nicht genau. Aber eigentlich haben wir uns vorgenommen, heute an der Wodrock-Challenge teilzunehmen. Und zu gewinnen gibt es einen Jahresvorrat Wodrock. Das heißt 12 Flaschen feinster Wodrock-Wodka. Und ihr wisst natürlich auch ganz genau, dass wir das wunderbar verwerten können. Genau. Wenn es jemanden gibt, der das wirklich auch trinken kann. Kann überhaupt. Kann, das ist es ja. Dann sind wir das. Also ja. Eigentlich müssen wir ja gewinnen. Und damit wir gewinnen, das sagen wir vorweg, müsst ihr uns helfen. Und zwar, wir posten das Ding bei uns auf Facebook und das Ganze wird auch gepostet auf der Meet-In-Seite. Das werden wir alles verlinken. Da müsst ihr fleißig für uns voten, dass die anderen Nasen gar keine Chance haben. Also voten heißt in dem Fall bei dem Bild einfach auf Gefällt mir klicken. Ja. Gerne auch noch einen Kommentar schreiben, aber ja. Hauptsache ihr drückt fleißig Gefällt mir, Gefällt mir, Gefällt mir. Also es steht nicht außer Frage, wir können da nicht zulassen, dass andere gewinnen. Wodka ist bei uns zu Hause genauso wie Gin. Genau. Und deswegen. Und was wir machen, seht ihr jetzt. Ja, genau. Ich kann sagen, oder wir können schon mal sagen, es wird glibberig. Ja. Ja. Viel Spaß beim Video. Viel Spaß. So, liebe Freunde, das hier ist eine Melone. Ja? Eine Wassermelone. Wenn einer mit großen Melonen umgehen kann, dann ist es eigentlich Hannes. Ich habe mich heute auf eine kleine Melone beschränkt. Und wir haben noch keinen Wodrock getrunken, das muss man dazu sagen. Wir haben auch ohne Alkohol Spaß. Genau, wir können auch ohne Spaß Alkohol haben. Hier ist die Melone und heute gibt es so einen, das nennt sich, jetzt muss ich mal überlegen, das nennt sich Jelly Shot Watermelon, glaube ich. Habe ich gesehen bei einem super geilen Barkeeper aus den USA, der heißt Bartender oder so mit Nachnamen. Ist ein guter Typ, hat das ein paar Mal schon gemacht und deswegen machen wir es einfach mal nach. Nur in dem Fall halt mit Wodrock Tonic, das kann ich schon wegnehmen. Und jetzt sage ich euch was. In meinen Augen handelt es sich hierbei um Wackelpudding. Aber man kann es auch wieder machen. Watermelon Jelly Shot, ne? Völlig richtig. So, jetzt zerteile ich das Ding hier wie Moses. War das Moses? Ja, ne? Du, das musst du vielleicht mal. Da muss ein Dinner fahren, nicht mir. Einmal sauber aufgeschnitten. Guck mal an, guck mal an. Das war's. Pure, ne? Fleischeslust. Das war's Rezept. Das war's Rezept? Nein. Jetzt gehen wir bei und hüllen diese schöne Wassermelone aus. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Ich mache das gleich in liebevoller Kleinarbeit. Und dann sehen wir uns. Das, was hier rauskommt, natürlich nicht wegschmeißen. Das kann man alles noch essen, ist ja logisch. Aber für unser Rezept brauchen wir es in der Regel, oder wir brauchen es für heute nicht. So, mal gucken. Hier so Reins 9. Hier so Runners 9. Dann kann man das hier so rausnehmen. Guck, zack. Hammer. So, das mache ich jetzt in mühevoller Kleinarbeit fertig. Und dann sehen wir uns in Teil 2 wieder. Hier sehen wir jetzt, was Julian in kürzester Zeit veranstaltet hat. Nämlich das hier. Tada! Selbstverständlich hat das Leckermäulchen jetzt einen komplett roten Mund. Hat er alles weggenommen. Er hat so hat er die ausgehört. Das mit dem Messer war fake. Wie dem auch immer sei, wir haben hier jetzt schon 6 Blatt Gelatine. Auf dieser Verpackung steht drauf 12 Blatt für 1 Liter. Wir haben ungefähr 500 Milliliter Flüssigkeit, also 6 Blatt Gelatine in kaltem Wasser quellen lassen. Dann ist das so ein Glibberding. Die wringt man dann wie ein Handtuch noch einmal aus. So. Das ist geil. Und dieses ausgewogene Etwas kommt dann hier in den Topf. Da kommen auch noch alle anderen 6 Platten, 5 Platten sind es jetzt ja noch. Ich fring die mal gerade hier hinten über dem Waschbecken aus. Übrigens, das ist das Zeug, um das es ja eigentlich heute geht, ne? Wodrock. So, Achtung, Glibber, Glibber. Glibber ist da. Handtuch, Handtuch, Handtuch. Handtuch ist auch da. So, die Gelatine wird jetzt erhitzt. Dafür starte ich diesen Hightech-Herd. Oh, Stufe 5 mache ich mal. Julian, hast du einen Kochlöffel für mich? Ja, da. Ganz hinten drin irgendwo, in dieser unaufgeräumten Schublade. Oh, das hier reicht mir. Also wir erhitzen jetzt die Gelatine, dass die sich auflöst. Das Ganze machen wir natürlich bei nicht allzu starker Hitze, sonst ich weiß nicht, ob die anbrennen kann, keine Ahnung.
Auf jeden Fall soll die sich auflösen und verflüssigen und dann kommt unser Wodrock Tonic dazu und das rühren wir jetzt auch schon mal an. Moment, bevor wir es anrühren, fällt mir gerade was ein, bezüglich diesem guten Stoff hier, Wodrock. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video von der deutschen Grillmeisterschaft, da kam Julian das erste Mal in Kontakt damit. Was da passiert ist, blenden wir euch jetzt einmal kurz ein. Also das ist da drin, jetzt probier und dann einfach nur aufs Gesicht schauen, nur auf sein Gesicht schauen. Er hat es noch nie vorher getrunken, du weißt gar nicht, was es ist. Mega! Oh. Lecker Gin. Ja, und deswegen ist es kein Gin. Wodka. Nein, es ist Wodka! Es ist Wodka, denn Wodka ist ein New Gin. Probier nochmal. Ja, ich hab meine Essen. Du hast Tonic mit Wodka gemischt? Mhm. Und probier mal pur. Seit einem halben Jahr. Jetzt verzieht ihr Gesicht. Liebe Kinder, das, was jetzt passiert, wird nicht zu Hause machen. Na, Mann. Mama, das tut mir auch furchtbar leid, was jetzt kommt. Doppelwand Warmwasser-Pufferspalten. Ist quasi. Komm, hör auf. Falls die Kette drauf. Da ist Wasser drin. Ja, unglaublich. Geil, ne? Warte nochmal, ich muss das ausgeben. Ich mach dir einen neuen. Ich mach dir einen neuen. Das ausgeben miteinander vergleichen. Trink weiter, ich mach einen neuen. Das ist echt gut. Geil, ne? Ja, wovon? Guck mal hier. Außerdem sind meine Augen mega platt. 27 Grad. Ja, sag ich ja. Also, ich möchte mal was sagen, ne? Was ich dir sonst nicht so oft sage, aber Klaus Wunderheim. Abonniert Klaus Grillt. Dem möchte ich nicht widersprechen. Bitte. Wie ihr eventuell gesehen habt, sind die Folgen von diesem Getränk verheerend. Gut, wir werden hier einen Wackelpudding draus machen, deswegen kann natürlich nichts passieren. Aber wie dem auch immer sei, ich werde noch nicht probieren. Ich fange mal an, öffne erstmal hier unser Dr. Polidori Tonic Water. Das habt ihr schon in unserem Gin-Tasting gesehen. Das ist so ein gurkiges? Gurkentonic. Ja. Hat auch schön gescheppert. Wenn so. Ihr das Gin-Taste noch nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall an, weil spätestens dann wisst ihr, dass wir berechtigt sind, 12 Flaschen Wodrock bei uns zu behalten. Ja. So, also ich mache hier mal so einen guten Schluck rein. Reicht? Nee. Nee. Das reicht ja noch nicht, Hannes. Denkt dran, wir machen 2 Gläser. Achso, okay, dann. Glas Nummer 1, so. Ja, wir brauchen ja Flüssigkeit und. Hey, herrlich. Wir wollen ja auch am Ende ein bisschen Wackelpudding essen können. Wichtig ist, ganz wichtig übrigens, dass ihr das Ganze nicht mehr erhitzt, weil sonst verkocht der Alkohol. Und wir wollen den Alkohol ja am Ende drin haben. Entsprechend wird dieses Gemisch wird nicht mehr erhitzt. Es wirkt euch nur zur warmen und flüssigen Gelatine zugegeben. Wie dem auch immer sei. Zuvor, wir wollen auch so ein bisschen, noch einen Schuss Zitrone mit dran haben. Das passt eigentlich immer sehr gut zu so Tonic Water. Man könnte auch Zeste sicherlich mit reinmachen, das ist für die Optik vielleicht ganz cool. Wir machen mal den Saft einer halben Zitrone. Den werde ich hier mal verteilen. Muss ich nur gucken, dass ich nicht die Kerne mit reinlasse. Hat auch einen optisch ganz coolen Effekt, weil sich das so ein bisschen eintrübt. Ob man das am Ende im Wackelpudding sieht, wird sich zeigen. Ach, guck mal an. Ach, guck mal, ein Kernchen. Man sieht auch ganz schön, wie es runtergerieselt ist. Ah, das kann man hier wirklich auch nur mit den Julianschen Schraubzwinghänden, die ich natürlich auch besitze. Das sind das Sizzlebrass eingeschafft. Wir haben immer Schraubzwinghände. Schraubzwinghände haben wir. So. Jetzt muss ich nochmal den Herd starten und die Gelatine noch mal weiter verlaufen lassen. Aber nee, komm mal ran hier. Guckt euch das mal an. Die eben noch klipprige Gelatine ist jetzt so eine nicht mehr klipprige, aber irgendwie trotzdem dennoch. Ja, es ist eine Flüssigkeit geworden. Und ich denke, das reicht doch schon. Das heißt, hier können wir jetzt nach und nach unser Getränk einrühren. Und damit fange ich jetzt mal an. Du kannst eigentlich jetzt aber schon mal zugeben, dass wir schon ein bisschen was davon getrunken haben. Ich
Ich habe übrigens keine Ahnung, wir haben es hier first try, wir wissen nicht, wie sich Kohlensäure verhält hier mit Gelatine und so. Try and error. Ja. Ich sage mal, Hauptsache es wird am Ende schön klebrig. Guckt euch das an, der Kern ist einfach gerade hochgekommen. Ist der Wahnsinn. Und ich versage. Na? Oh. Nein, der geht wieder unter. Oh Gott. Ist egal. Du rührst auch nicht mit rein. Nein, nein, nein. Das wird hier fachmännisch gelöst. Ich möchte den Kern am Ende noch mal sehen, sonst glaubt uns das wieder keiner. Na? Aha. So. Jetzt habe ich euch eben noch stolz erzählt, dass wir es nicht erhitzen wollen. Deswegen nehmen wir es jetzt auch runter. Die Gelatine ist jetzt untergerührt. Jetzt fängt der Herd auch an, sich zu melden. Ja, und jetzt ist eigentlich der Zauber schon vorbei. Wir füllen das Ganze jetzt in diese Melonenhälften ab. Wahrscheinlich reicht es nur für eine Melonenhälfte, so wie ich das sehe. Was? Tja, da geht mehr rein als gedacht. Dann brauchen wir ganz dringend nochmal die gleiche Menge. Können wir ja nachmachen. Das ist soweit jetzt fertig. Jetzt muss es natürlich auskühlen. Die Flüssigkeit ist auch ja nicht mal zimmerwarm. Also da sollte noch ordentlich Alkohol drin sein. Das kann man so durchgehen lassen. Wir lassen die Melonenhälfte jetzt mal abkühlen und zeigen euch dann später, wenn es abgekühlt ist, ob wir hier einen tollen Jelly, Melon, Shot, was weiß ich, Wackelpudding erhalten haben oder eben nicht. Sehr gut. Liebe Freunde des guten Wodka-Geschmacks, in Zizipashausen ist es jetzt dunkel geworden. Es ist mittlerweile circa 5 Stunden vergangen im Kühlschrank. Und jetzt gucken wir mal, ob dieser Watermelon Jelly Shot was geworden ist. Dazu nehmt ihr ein Original Zizipas Anschneidemesser. Wir zeigen erstmal, okay, wie es schön wackelt. So. Und jetzt schneide ich einfach mal runter in der Hoffnung, dass er uns nicht auseinanderfällt. Mal gucken, ob das klappt. Achtung. Aha. Mhm. That looks good, Johannes. Ich muss damit vorher die schneiden. Kann ich danach eigentlich eine Horte fahren? Alter. Watermelon Jelly Shot. Halt mal höher. Guck mal, ist durchsichtig, mein ganzes Gesicht noch durchsehen. Ja? Ja, klar. Ja, klar. Also es wackelt auch ein bisschen und... Oh! Okay. Ja, ich schneide gleich meine Spalte ab, die nicht so breit ist vielleicht wie die. Apropos breit. Also das Mundgefühl ist ein Wahnsinn. Manchen Frauen dürfte es bekannt vorkommen. Jetzt weiß der Reihe. Jetzt weiß der Reihe. Welche erotische Szenen sich hier abspielt. Oh, da ist gar kein Wodka drin. Ich mache mal Folgendes. Da könnt ihr aber mal eine ganze Melone von essen. Corby, wir brauchen dich. Jetzt wird nämlich hier mal probiert. Essen und auch was. Mhm. Danke, lieber Corby, dass du die Kamera hältst, während wir hier wieder probieren dürfen. Also, so sieht das Ganze aus. Mein letztes Probieren ist übrigens jetzt so ungefähr 10 Minuten her und ich merke was im Kopf. Also, es riecht schon nach Melone. Ich habe noch nicht probiert. Ich probiere jetzt mal. Hat Dampf. Das Geile ist, es hat Melonengeschmack angenommen. Und Gurke. Also das ist ja ein Cucumber Tonic, also sprich ein Gurkentonic. Da schmeckt man deutlich raus. Den Wodka, okay, das muss man sagen, der ist halt... Das ist ein Wodka, den könnt ihr so pur trinken und den... Aber es hat Dampf, man merkt schon, dass es Dampf ist. Also da ist schon was drin, aber den kann man halt trinken. Schmeckt leicht bitter vom Tonic. Lacht mich schon mehr, da kann man auch. Es schmeckt leicht bitter vom Tonic, aber es ist komplett hier Melonengeschmack mit drin. Das finde ich geil. Ja. Mm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gleich Auto fahren darf.
Ach, weiß wer. Für die Polizisten, die zuschauen, der fährt kein Auto mehr. Ja. Ihr solltet auf jeden Fall für uns voten. Sprich, ein Like auf unserer Seite unter unserem Bild oder Clip hier machen. Ein Like auf der Meet-In-Seite, die verlinken wir euch im Beitrag bei Facebook und auch bei YouTube. Und ihr müsst einfach alles, was mit Sizzlebar zu tun hat und mit diesem Produkt, müsst ihr liken. Und zwar fleißig. Am besten mehrere Fake-Accounts anlegen. Hauptsache, wir bekommen genug Stimmen. Und wir könnten uns auch vorstellen, wenn wir jetzt den Jahresvorrat gewinnen sollten, könnte ich mir durchaus eine Sonderfolge vorstellen, was passiert, wenn eine Flasche Wodka auf die Sizzlebars trifft. Nein, ich könnte mir eher, ich könnte mir eher vorstellen, dass wir die eine oder andere Flasche mal durch abgeben. Abgeben? Verlosen oder sowas. Ja, okay, könnten wir uns auch vorstellen. Aber also, eine Flasche würden wir auch einfach mal komplett trinken. Wie dem auch immer sei. Diesen leckeren Wackelpudding, der ist natürlich völlig alkoholfrei, werden wir jetzt genießen. Ihr solltet es unbedingt nachmachen. Gerade zur warmen Jahreszeit, jetzt im Winter hervor. Die Melone hat mich gerade gegeben. Ja. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein. Bye. Hat dir unser Video gefallen? Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir auf Facebook und vor allen Dingen, wenn du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden davon erzählst. Genau. Und falls du noch Fragen hast, die unbeantwortet geblieben sind, darfst du uns gerne einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Guck mal in meiner Infobox vorbei, da findest du alle Produkte, die wir heute verwendet haben und vor allen Dingen auch die Links in meinem T-Shirt-Shop. Und wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen. Mach's gut. Macht's hübsch, ciao.